Offiziell herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Auch jetzt nochmal offiziell die Info, die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Am Anfang ist nur die Referentin dann zu hören. Wenn Sie dann später mitdiskutieren wollen, aber nicht wollen, dass Ihre Frage aufgezeichnet wird, dann geben Sie bitte kurz Bescheid. Dann können wir Sie auch wieder rausschalten. Also herzlich willkommen zum heutigen Online-Vortrag des Instituts für populärwissenschaftlichen Diskurs Cortices. Ich begrüße wie immer auch dieses Mal im Namen des Bildungszentrums Nürnbergs der Leiter des Planetariums, ist sogar unter uns, Dr. Klaus Herzig. Hallo Klaus. Den begrüße ich hier sozusagen mit als Mitveranstalter. Dann begrüße ich Sie auch im Namen der Regionalgruppe Mittelfranken, der GWUP, der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, die sich sonst immer auf der Sternwarte, nicht im Planetarium, aber auf der Sternwarte trifft, jetzt aber auch online in diesen Zeiten, immer am zweiten Donnerstag des Monats, 19.30 Uhr. Wenn Sie da Interesse haben, können Sie gerne mal eine Mail schicken an die Regionalgruppe der GWUP. Finden Sie alles im Internet, googelt einfach GWUP Mittelfranken. Und zum Dritten begrüße ich Sie im Namen der Giordano-Bruno-Stiftung, GBS, die Denkfabrik für Humanismus und Aufklärung, die als Partner diese Reihe unterstützt. Und zuletzt natürlich ich selbst, mein Name ist Rainer Rosenzweig und ich leite das Institut für populärwissenschaftlichen Diskurs Cortices. Herzlich willkommen. Also, Sie haben alle Ihren Wein eingeschenkt, dann können wir in das Thema einsteigen, der Polsprung und seine Folgen, von Weltuntergangsprophezeiungen zur Geowissenschaft. Wie Sie alle wissen, leben wir ja in Zeiten, in denen die Welt voll ist von Menschen, die immer alles besser wissen als die Experten. Und zwar immer schon weit vorher. Man ist geneigt, also anzunehmen, das sei jetzt ein relativ neues Phänomen. Doch mitnichten. Erinnern wir uns, das Prophetentum hat eine lange Tradition. Es gibt zahlreiche Seher in grauer Vorzeit, die schon damals zu wissen glaubten, was heute Realität geworden ist. Dumm nur, dass wir es immer erst hinterher erfahren, dass sie eigentlich recht gehabt hätten, wenn wir sie nur richtig verstanden hätten. Antike Prophezeiungen als Projektionsfolie unserer heutigen Welt sind also beliebt. Und besonders beliebt sind in diesem Zusammenhang die Deutungen eines berühmten französischen Arztes, Apothekers und Astrologen, Michel de Notre-Dame, der gelebt hat 1503 bis 1566, heute bekannt unter seinem latinisierten Namen Nostradamus. Schon zu seinen Lebzeiten machten ihn seine prophetischen Gedichte berühmt. Die sind zusammengesetzt aus so je 104 Zeilen und sollen schon angeblich sehr viele Prophezeiungen beinhaltet haben, die dann auch tatsächlich eingetroffen sein sollen. Jedenfalls behaupten das seine Anhängerinnen und Anhänger. Eine dieser Anhängerinnen von Nostradamus ist Rose Stern. Sie sieht in den verschlüsselten Nostradamus-Texten verhältnismäßig präzise Zeichen dafür, wann und unter welchen Umständen der nächste Polsprung vonstatten gehen soll. Das hat Rose Stern in einer ihrer Deutungen gesagt, die schon ein paar Jahre her sind. Was ist jetzt eigentlich so ein Polsprung? Vor allem, was bedeutet so ein Polsprung für die heute lebenden Menschen? Auch darauf hat Rose Stern irgendwie eine Antwort gehabt. Sie hat das Ganze mit großen Katastrophen bis hin zum Weltuntergang in Verbindung gebracht. Nun kann man sich fragen, haben wir jetzt gerade eben schon gehabt, was ist eigentlich so ein Polsprung? Hat sich das jetzt Nostradamus ausgedacht? Oder hat sich das Rose Stern ausgedacht? Oder gibt es so eine Umkehr der magnetischen Erdpole denn tatsächlich als geologisches Phänomen? Und wenn es das gibt, wie gefährlich wird es dann für uns Menschen? Und woher wusste Nostradamus, was er laut Rose Stern prophezeite? Und woher wusste Frau Stern, was Nostradamus denn meinte? Fragen, über die heute uns jetzt eine junge Geowissenschaftlerin einen Vortrag halten wird. Lydia Baumann ist unsere Referentin. Sie stammt aus Niederösterreich, was man an ihrer Sprache und Sprachmelodie noch so ein bisschen hören kann. Sie hat an der Universität Wien Geowissenschaften studiert, dort den Bachelor in Erdwissenschaften, so heißt es dort, gemacht.
Daran schloss sie dann den Master in Geologie an und 2015 ging sie dann nach Hamburg und dort promoviert sie auch jetzt gerade in den Endzügen im Fachgebiet Geobiologie. Und zwar promoviert sie über geologisch aktive Urbakterien, die auf unserem Planeten in der Tiefsee zu Hause sind, in hydrothermalen Quellen. Es gibt übrigens auch vereinzelt Hinweise, dass sich diese Bakterien dann auch auf anderen Gestirnen unseres Sonnensystems gebildet haben könnten, zum Beispiel auf dem Saturn-Eismond Enceladus oder auf dem Jupitermond Europa. Also ein spannendes Forschungsgebiet von der Geobiologie bis hin zu Bezügen zur Astrobiologie. Das wäre also auch nochmal ein Vortrag wert. Lydia Baumann steht unmittelbar vor ihrer Disputation. Also Mitte Juni wird die stattfinden, jetzt in 2 bis 3 Wochen. Und wir freuen uns natürlich, dass sie jetzt heute Abend dennoch jetzt die Zeit gefunden hat, uns den Vortrag zu halten. Ja, das Thema ist im Gegensatz zu ihrem Dissertationsthema dann doch eher irdisch, das wir uns heute nehmen wollen, aber durchaus hat auch das ganze astrobiologische Konsequenzen, nämlich den Weltuntergang, zumindest wenn man Rose Stern und ihren Nostradamus-Deutungen glauben will. Ja, wenn also jetzt ohnehin bald alles vorbei ist, wozu dann die ganzen Mühen mit dem Doktorat in 2 Wochen? Lydia Baumann hat das Wort. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, warum die Mühe? Also, ich habe noch allen Grund, zuversichtlich zu sein. Und warum, das werde ich Ihnen jetzt in dem folgenden Vortrag erklären. Also, dann starte ich einfach gleich mit den Folien. Okay, scheint zu klappen, oder? Man sieht die Folien. Sehr schön. Ja, Nostradamus und der Polsprung. Herr Rosenzweig hat von der ersten Folie ja schon viel vorweggenommen. Nostradamus war ein Renaissance-Mediziner und angeblicher Seher im 16. Jahrhundert. Und ja, dann kann ich gleich einsteigen bei der Frage, wieso hat Frau Stern, wieso denkt sie, dass sie aus seinen Versen einen Polsprung rauslesen kann und einen Weltuntergang im Zuge dessen. Nun, die Verse, diese Gedichte, die Nostradamus geschrieben hat, die sind in sehr kryptischer Sprache geschrieben, ohne konkrete Zeit- oder Ortsangaben und ohne Namen. Und konkret von einem Polsprung, also der Umpolung, des Tausches des magnetischen Nord- und des magnetischen Südpols der Erde, davon schreibt er nichts. Es gibt einen Vers, der lautet ungefähr so, der Nordwind, es wird gewechselt vom Nordpol. Zumindest ganz grob übersetzt. Und Rose Stern interpretiert das als sichere Vorhersage des Polsprungs am Beginn des 21. Jahrhunderts. Wobei man dazu sagen muss, dass Frau Stern die Verse, also die einzelnen Buchstaben der Verse und sogar die Satzzeichen, dass sie aus denen ganze Wörter, ganze Sätze bildet und aus einem einzigen Vers laut ihrer eigenen Aussage einen Text von 3 Seiten raus extrahieren kann, was mir sehr, sehr unwahrscheinlich vorkommt. Nun, und genauer will sie, liest sie da heraus, dass viele Menschen sterben werden durch das Ausbleiben des Magnetfeldes selbst während des Polsprungs. Zitat aus ihrem Buch. Sämtliche ätherischen Körper des Menschen polen sich um und stürzen. Außerdem sollen wir alle sterben durch die erhöhte kosmische und Sonneneinstrahlung und durch eine Klimaerwärmung im Zuge dessen. Außerdem soll der Vesuv in Italien ausbrechen, also es kommt zu einem Vulkanausbruch. Und Europa soll sich spalten, es kommt zu großen plattentektonischen Veränderungen. Und ja, Europa soll als Inselarchipel enden. Und obendrein sollen dem Ganzen noch schlimmste Kriege in Mitteleuropa, wenn nicht sogar der Dritte Weltkrieg, vorausgehen. Sie ja, war sogar relativ präzise in der Zeitangabe. In vielen von ihren Auftritten hat sie prophezeit, dass dieser Polsprung im Winter 2019 stattfinden soll. Das haben wir jetzt schon überstanden. Aber zumindest innerhalb von den
innerhalb von den folgenden Jahren, also vielleicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr laut ihrer Aussage, man weiß es nicht so genau. Und dieser Polsprung soll sich innerhalb von nur wenigen Tagen vollziehen. Jetzt wandert der magnetische Nordpol gerade, das gibt es ja auch richtig wieder, aber der soll fast rechtwinkelig abknicken, verschwinden und dann im äußersten Osten Sibiriens wieder auftauchen. Und dabei soll die Erde eine Schaukelbewegung von ca. 4000 Kilometer ausführen. Also der ganze Planet neigt sich relativ zur Erdbahn und schaukelt wieder zurück und gerät in so ein Taumeln. Ja, das klingt alles zusammen schon mal sehr wüst. Und es soll angeblich sichere Orte geben bei dieser ganzen Katastrophe, nur nennt sie diese Orte nicht. Sie, in ihren Büchern schreibt sie dann so etwas wie, man solle selbst versuchen, die Gedichte von Nostradamus zu entschlüsseln oder man solle ihre Seminare besuchen. Was meiner Ansicht nach ziemlich hart ist, wenn sie davon ausgeht, dass wirklich so viele Menschen angeblich sterben sollen. Ja, ein Polsprung ist ja ein real stattfindendes Phänomen, das gibt es wirklich. Und deswegen möchte ich erstmal über die Basics, über das Erdmagnetfeld sprechen und was ein Polsprung im Allgemeinen überhaupt ist. Also die Erde, die besteht, wie Sie, mal schauen, ob ich das mit dem Laserpointer kann. Ja. Die Erde besteht im Groben aus Erdkruste, Erdmantel und Erdkern. Und zwar aus einem inneren festen Kern und einem äußeren flüssigen Kern. Und den letzteren, in dem äußeren Erdkern, da wird das Erdmagnetfeld erzeugt. Und das wird erzeugt, indem sich dieses elektrisch leitfähige Material einer Eisen-Nickel-Legierung bewegt. Und das kommt in Bewegung durch einerseits Konvektionsströme, denn der innere Kern, der wächst in den äußeren Erdkern oder anders gesagt, der äußere Erdkern friert auf den inneren Kern drauf und dadurch kommt es zu einer Zirkulation, die warme Masse steigt auf und die an leichteren Elementen angereicherte und sinkt hier, wenn sie an der Kernmantelgrenze ist, wieder zurück. Und dazu kommt noch die Rotationsbewegung der Erde, die Corioliskraft. Und in Summe versetzen diese beiden Bewegungen das Material in eine schraubenförmige Bewegung. Und diese Bewegung ist da, erzeugt den sogenannten Geodynamo-Effekt und die verstärkt, ordnet und erhält das Erdmagnetfeld. Und ca. 95% des Erdmagnetfeldes, die werden auch durch diesen Geodynamo erzeugt. Es gibt noch andere Komponenten und diese restlichen 5%, die setzen sich zusammen aus magnetisierten Gesteinen und Erzlagerstätten in der Erdkruste, aus den Ozeanströmungen durch die Bewegung von leitfähigem Salzwasser und aus elektrischen Strömen in der Ionosphäre und in der Magnetosphäre. Das heißt, in den obersten Schichten der Atmosphäre und darüber hinaus. Die Magnetosphäre der Erde, die reicht ziemlich weit in den interplanetaren Raum hinaus, speziell auf der Seite, die von der Sonne abgewandt ist. Und die Interaktionen mit dem Sonnenwind beeinflussen das Erdmagnetfeld noch immer ein bisschen. Ja, wie Rose Stern das richtig wiedergibt, dieses Magnetfeld der Erde hat eine sehr wichtige Schutzwirkung für das Leben auf der Erde. Und zwar schützt uns das Erdmagnetfeld vor Sonnenwind und vor anderer kosmischer Strahlung, also vor geladenen Teilchen. Und es ist ein indirekter Schutz vor UV-Strahlung durch die Aufrechterhaltung der Ozonschicht. Außerdem erhält es die Atmosphäre in ihrer Dichte und Zusammensetzung, zum Beispiel im Hinblick auf Sauerstoffgehalt. Das ist sehr wichtig und darauf komme ich später noch einmal zurück. So, wieso springt es jetzt also, unser Erdmagnetfeld? Also es ist ein Dipolfeld, so ähnlich wie das eines Stabmagneten und es hat zwei Ausrichtungen, die gleich wahrscheinlich und gleich stabil sind. Und welche Ausrichtung es hat, das ist für das Leben auf der Erde irrelevant. Es kommt darauf an, wie stark es ist.
und wie stark damit der Schutz durch das Erdmagnetfeld ist. Und im Laufe der Erdgeschichte hat es schon viele Umpolungen und sogenannte Polexkursionen gegeben. Polexkursionen, das ist so ein ähnliches Phänomen. Es sieht so aus, als würde es springen, aber hinterher hat das Magnetfeld dieselbe Ausrichtung wie vorher. Und mit dem es sieht so aus, als ob es gleich springt, hat es Folgendes auf sich. Es ist in der Zeit der Umpolung bzw. einer Polexkursion schwächer als vor und nach der Umpolung, teilweise deutlich schwächer. Es hat dann nur so circa 10, vielleicht 20% seiner normalen Intensität. Außerdem verändert sich die Geometrie des Erdmagnetfelds. Es hat dann nicht nur einen magnetischen Nord- und einen magnetischen Südpol, sondern mehrere. Vielleicht ist es ein Quadrupol, das heißt, es hat 4 Pole oder noch mehr. Das würde dann ungefähr so aussehen. Also so ist es normal und so während eines Polsprungs bzw. einer Polexkursion. Eine Periodizität, also wie oft und in welchen Abständen Polsprünge auftauchen, es hat sich noch keine Periodizität gezeigt. Und das möchte ich auch mit dieser Grafik hier veranschaulichen. Hier sind die Phasen des Erdmagnetfeldes aufgezeichnet von vor 540 Millionen Jahren bis heute. In schwarz, das sind die Bereiche, wo das Erdmagnetfeld so eine Ausrichtung hat wie heute. Und in weiß, das sind die Phasen, in der das Magnetfeld eine Ausrichtung invers dazu hatte. Und grau sind die Bereiche, wo die Daten nicht ausreichend sind, um das feststellen zu können. Und wenn man sich das anschaut, sieht übrigens aus wie ein Barcode, könnten auch schon manche Verschwörungstheoretiker aufschreien. Also dieser Barcode, der hat sehr unterschiedliche Streifen. Das sind hier, da sieht man in der jüngeren Vergangenheit was relativ häufig, aber vielleicht nicht ganz so häufig wie hier. Das war die Ära der Dinosaurier. Und hier in dieser Zeit, in der Zeit unmittelbar nach den Dinosauriern, da waren die Abstände auch noch relativ groß. Diese beiden Bereiche hier sind sogenannte Superchrons. Hier, das war eher die Endzeit der Dinosaurier und das war noch vor den Dinosauriern. Da dauerte eine solche Phase 50, 40 Millionen Jahre. Also wesentlich länger als in der jüngeren Vergangenheit. Ja, und wie wissen wir das überhaupt? Wie finden Geowissenschaftler das heraus? Nun, offensichtlich können wir das Erdmagnetfeld der Vergangenheit ja nicht direkt beobachten. Aber wir haben Hinweise darauf, wie es in der Erdgeschichte war. Dadurch, dass sich manche Minerale, sogenannte ferri- und ferromagnetische Minerale wie der Magnetit, im Gestein, in Sedimenten und anderem Material einregeln. Also zum Beispiel, wenn ein Lavastrom abkühlt, dann können, wenn es unter eine bestimmte Temperatur abkühlt, die Minerale sich entsprechend wie winzig kleine Magnetnadeln entsprechend der Ausrichtung des Magnetfeldes einregeln. Auch in Sedimenten ist das möglich, solange sie noch plastisch und fließend sind. Sogar in archäologischen Fundstätten, in verschiedenen in Töpfen, in Tongefäßen oder auch wenn Erde verbrannt wird bei Lagerfeuern oder bei irgendwelchen kultischen Ritualen. Und seit Neuerem haben verschiedene Forscher auch schon aus Tropfsteinen und schon aus Eisbohrkernen die magnetische Ausrichtung der Vergangenheit herauslesen können. Leider kann sich diese sogenannte remanente Magnetisierung auch wieder aufheben und überschrieben werden, wenn nämlich das Material über die sogenannte Curie-Temperatur erhitzt wird, dann geht jegliches magnetische Signal verloren. Oder wenn es chemisch remagnetisiert wird, also wenn irgendwelche Materialien, die eine andere magnetische Ausrichtung, ein anderes magnetisches Signal haben, sich in unmittelbarer Nähe befinden. Das wohl berühmteste und augenscheinlichste Beispiel für diese remanente Magnetisierung ist das Streifenmuster auf unserem Ozeanboden.
Und zwar sehen Sie hier den mittelozeanischen Rücken. Mittelozeanische Rücken sind die Bereiche in unseren Weltmeeren, wo neue ozeanische Kruste gebildet wird. Und diese bewegt sich von dem Zentrum weg, sodass hier in der Mitte das jüngste Material ist und je weiter man weggeht, das älteste. Und hier sind die hellen Bereiche angezeichnet als solche, die eine Ausrichtung haben, wie wir sie heute haben, und den dunkelgrauen Vers dazu. Also das ist das, wo diese Forschung angefangen hat, am Ozeanboden. Leider, das ist der Nachteil von dieser Methode, der Ozeanboden, der ist nur begrenzt haltbar. Er wird an den Kontinentalrändern subduziert, das heißt, er taucht wieder ab in den Erdmantel. Und die jüngsten, also die ältesten Ozeanböden, die wir haben, mit wenigen Ausnahmen, ist die Zeit der Dinosaurier. Davor nicht. Aber es gibt ja noch andere Methoden. So, jetzt wissen Sie, wie Geowissenschaftler zu den Daten kommen. Und Rose Stern behauptet ja so einiges. Und ich möchte diesen Wust an Behauptungen zerlegen in drei Aspekte, damit wir uns leichter anschauen können, wie viel Wahrheitsgehalt in diesen Behauptungen drinnen ist. Und zwar postuliert sie, dass, ich möchte das aufteilen in Zeitpunkt, in Dauer und Auswirkungen. Und der Zeitpunkt, der sollte ja schon 2019 sein, beziehungsweise in den unmittelbar folgenden Jahren. Die Dauer des Polsprungs, das ist bei ihr nur wenige Tage. Und die Auswirkungen, die sind katastrophal. Es soll zu einem großen Sterben kommen der Menschheit und auch vieler Tiere. Es kommt zu klima- und tektonischen Veränderungen, sogar einem Vulkanausbruch. Und die ganze Erde soll ja taumeln und stürzen. Was haben also Geowissenschaftler rausgefunden zu diesen Fragen? Ja, als erstes zum Zeitpunkt. Rose Stern nennt da ein paar Beobachtungen, die Wissenschaftler in der jüngeren Vergangenheit gemacht haben. Die Beobachtungen, die entsprechen auch großteils der Realität, allerdings nicht ganz so, wie sie das da in ihren Büchern und bei ihren Auftritten erklärt. Und zwar, das eine ist, dass sich das Erdmagnetfeld über dem südlichen Atlantik abschwächt. Das beobachten wir schon seit 180 Jahren und seitdem, seit 1830 ungefähr, da hat sich das Erdmagnetfeld in dem Bereich um etwa 10% verringert. Wir nennen das südatlantische Anomalie. Die befindet sich hier. Dazu muss man aber sagen, dass eine Studie aus dem Jahr 2015, die hier in Südafrika archäologische Fundstätten untersucht hat, herausgefunden hat, dass schon im Mittelalter, um das Jahr 1300, das Erdmagnetfeld hier ganz besonders schwach war. Wesentlich schwächer als heute, nämlich fast gar nicht mehr existent. Und damals hat es sich nicht umgepolt. Es ist dann stärker geworden und hat im Jahr 1600 ungefähr wieder einen Höhepunkt erreicht, bevor es jetzt wieder schwächer wird. Zweitens, unser Erdmagnetfeld verändert seine Struktur. Es ist jetzt kein so klarer Dipol mehr. Wir erinnern uns an die Abbildung von vorhin. Es geht gerade in eine Richtung, wo es eher so aussieht, in Richtung eher Quadrupol. Aber das ist noch kein Grund zur Besorgnis. Das Erdmagnetfeld ist selten über sehr, sehr lange Zeiträume so stabil, dass es sich so gleichförmig weiterentwickeln würde. Also theoretisch würden wir, wenn es genauso weitergehen würde, in etwa 1800 Jahren bei einem Quadrupol enden. Aber wie gesagt, es ist sehr unwahrscheinlich, dass das wirklich passiert. Der magnetische Nordpol wandert, der wandert immer. Nur hat er sich in den letzten Jahren sehr stark beschleunigt. In historischer Zeit hatte er eine Geschwindigkeit von 0 bis 15 Kilometer pro Jahr. Und jetzt legt er gerade in etwa 50 bis 60 Kilometer pro Jahr zurück von Kanada in Richtung Sibirien. Und
Ein Forscher von der Universität in Leeds in England hat, ja genau, ja, hier sieht man das. Hier beschleunigt er sehr stark, also in den letzten 10 Jahren vor allem hat er sehr stark beschleunigt. Und dieser Forscher von der Universität in Leeds, der forscht zu diesem Thema, warum der magnetische Nordpol sich so stark beschleunigt. Und hat dankenswerterweise, darf ich auch eine seiner Abbildungen herzeigen, weil die das so toll veranschaulicht. Mittels Satelliten und anderen Daten hat er und haben seine Arbeitsgruppe herausgefunden, dass sich in dem Bereich des Nordpols unter Kanada und unter Sibirien 2 magnetische Flussbereiche, Flusslobi, befinden. Und die sind im ständigen Ringen, im ständigen Kampf miteinander. Also einmal wird der eine Bereich stärker, einmal der andere. Und gerade scheint es so zu sein, dass der Bereich unter Sibirien stärker wird und den magnetischen Nordpol quasi zu sich rüberzieht. Ob das jetzt zum Polsprung führt, das kann man weder ausschließen noch sagen, es führt zum Polsprung, aber dieser Forscher und seine Kollegen haben gezeigt, dass da schon länger dieses Ringen mit diesen magnetischen Flussbereichen ist und das ist an sich und alleine für sich stehend noch kein Grund zur Besorgnis. Der letzte Punkt. Das ist der große zeitliche Abstand seit der letzten Umpolung. Also der letzte Punkt, der manchen Forschern Grund zur Besorgnis gibt. Die letzte Umpolung, die war vor circa 780.000 Jahren. Und in den letzten 83 Millionen Jahren war die Umpolung circa alle 400.000 Jahre. Also etwas öfter als 2-mal alle Millionen Jahre. Und dann könnte man ja sagen, okay, das ist schon längst überfällig. Aber wenn Sie sich an die Abbildung von vorhin erinnern, die Intervalle, in denen so ein Polsprung passiert, die sind äußerst, äußerst unregelmäßig. Es könnte genauso gut sein, dass wir uns jetzt in einem Bereich befinden, wo uns ja ein paar Millionen Jahre Frieden, Ruhe und Frieden bevorsteht oder sogar wir uns am Beginn eines solchen Supergrunds befinden. Also das alleine ist noch kein Grund zur Besorgnis. Außerdem muss man sagen, dass es in den letzten 10.000 Jahren immer wieder zu Polexkursionen kam. Und das waren ja auch schon Fluktuationen im Erdmagnetfeld. Manche Forscher sagen dennoch, ja, wir könnten uns jetzt schon im Anfangsstadium einer Umpolung, eines Polsprungs befinden. Andere wiederum, wie zum Beispiel eine Studie von Brown und Kollegen von 2018, die haben sich die letzten 30.000 bis 50.000 Jahre angesehen, besser gesagt das Magnetfeld, wie sich das Erdmagnetfeld in dieser Zeit entwickelt hat. Und sie postulieren, dass der heutige Zustand am ehesten vergleichbar ist mit der Zeit vor 49.000 und vor 46.000 Jahren, wo es weder zu einer Polumkehr noch einer Polexkursion gekommen ist. Buffett und Kollegen haben sich sogar die letzten 2 Millionen Jahre angesehen und haben Wahrscheinlichkeitsrechnungen durchgeführt und sie schätzen die Wahrscheinlichkeit, dass es innerhalb der nächsten 20.000 Jahre zu einem Polsprung kommt, bei unter 2% ein. Und dass es innerhalb der nächsten 50.000 Jahre zu einem Polsprung kommt, bei 11%. Also nicht sehr hohe Wahrscheinlichkeiten für die nächste Zukunft. Aber ich möchte betonen, das sind Wahrscheinlichkeiten. Es sind keine Vorhersagen möglich, weil wir noch nicht genug über den Vorgang des Polsprungs wissen. Und das Geoforschungszentrum, das Deutsche Geoforschungszentrum Potsdam, fasst das auf seiner Homepage folgendermaßen zusammen. Zitat Anfang. Unsere Erkenntnisse über den Geodynamo-Prozess reichen noch nicht aus, um eine Feldumkehr im Zeitraum der nächsten Jahrtausende vorhersagen oder ausschließen zu können. So sieht es aus. Wir können Wahrscheinlichkeiten berechnen anhand dessen, wie sich das Erdmagnetfeld in der Vergangenheit verhalten hat und ob es sich zu diesen Zeiten mit diesen Turbulenzen und Anomalien umgepolt hat oder nicht. Zum zweiten Punkt.
Also selbst wenn wir uns schon im Anfangsstadium einer Polumkehr befinden würden, dann müssen wir uns wahrscheinlich noch nicht fürchten und noch nichts überstürzen, denn Polumkehrungen, und da besteht ein breiter Konsens in der Wissenschaft, die dauern Tausende bis Zehntausende Jahre. Und Polexkursionen, die ja auch mit Schwächephasen verbunden wären, die dauern wenige hundert Jahre, vielleicht etwas länger, vielleicht auch tausende Jahre. Es gibt dann aber auch Studien und vielleicht werden Sie damit mal konfrontiert. Darum möchte ich die erläutern. Da kamen vor allem zwei Studien raus. Eine Mitte der 90er. Und zwar wurde da ein Lavagestein aus den USA erforscht, das 16 Millionen Jahre alt ist. Und anhand dem, was diese Forscher da rausgefunden haben, haben sie gesagt, dass die Polumkehr damals innerhalb nur eines Monats stattgefunden hat, was enorm schnell wäre und eine absolute Sensation im Vergleich zu dem, was man vorher rausgefunden hat. Und eine Studie aus dem Jahr 2014, wo sich andere Forscher Seesedimente in Italien angeschaut haben, die zur Zeit der letzten Polumkehr stammen, die haben geschrieben, dass sich diese letzte Polumkehr innerhalb von wenigen Dekaden vollzogen hat. Beides wäre immer noch um Größenordnungen länger als das Rote Stern behauptet. Aber auch das, da hat sich herausgestellt, dass das so leider nicht stimmt. Bei der ersten Studie, da haben die Autoren selbst die widerrufen, weil es zu einer thermischen Entmagnetisierung gekommen ist. Also das Lavagestein hat sich später nochmal zu hoch erhitzt und dann die spätere Ausrichtung angenommen, die spätere Ausrichtung des Erdmagnetfelds. Und bei der italienischen Studie, da haben andere Forscher herausgefunden, dass es zu einer chemischen Remagnetisierung gekommen ist. Auch hier wurde also das ursprüngliche Signal aus dem Gestein überschrieben und ist leider unbrauchbar geworden. Letzten August haben Singer und Kollegen noch eine Studie rausgebracht und die haben sowohl Lavagestein als auch verschiedene Sedimente und sogar einen Eisbohrkern aus der Antarktis miteinander verglichen. Und aus all diesen Daten gemeinsam, globalen Daten, haben sie dann geschlossen, dass die letzte Polumkehr nicht innerhalb eines Monats, nicht innerhalb von wenigen Dekaden vonstatten gegangen ist, sondern 22.000 Jahre gedauert hat, wenn nicht sogar 30.000 Jahre. Zwischendurch hat sich das Erdmagnetfeld auch immer mal wieder erholt, aber es geht auf jeden Fall nicht schnell. Also wir haben wohl viel Zeit, uns darauf einzustellen. Und wenn wir jetzt vom Worst-Case-Szenario ausgehen und es würde schnell gehen und wir befinden uns schon im Anfangsstadium, was würde dann mit uns Menschen passieren oder was würde mit den anderen Tieren passieren? Also in den Geowissenschaften und in der Paläontologie, da gibt es keine konkreten Indizien für einen Zusammenhang zwischen den großen Massenaussterben in der Erdgeschichte und Polsprüngen. Die Ursachen für die großen Massenaussterbeereignisse, die sind relativ gut geklärt und es gibt sehr große, sehr offensichtliche Ursachen dafür. Und zwar zum einen ein starker Vulkanismus. Und für die größten Massenaussterben in der Erdgeschichte, das sind sogenannte magmatische Großprovinzen verantwortlich. Das sind Ereignisse, das sind Supervulkane, wie die, von denen wir jetzt hören, die sind ein Dreck dagegen. Die sind wirklich so minimal, denn magmatische Großprovinzen sind in der Größenordnung, sind gigantisch. Da treten über Jahrtausende, über fast 1 Million Jahre lang Flutbasalte aus großen Spalteneruptionen und haben weite Teile von Kontinenten bedeckt, zum Beispiel die sibirischen Trappbasalte oder die Deccan-Trappbasalte in Indien. Und im Zuge dessen kommt es dann auch zum Klimawandel. Also Klimawandel sind die zweite große Ursache für Massenaussterben. Einerseits durch Vulkanismus, andererseits durch andere Ursachen wie die Veränderung der Erdbahn um die Sonne. Diese Erdbahnparameterveränderungen, die haben zum Beispiel auch zu den Eiszeiten in der jüngeren Erdgeschichte geführt.
immer alternierend Eiszeiten, Warmzeiten. Und auch Rückstrahleffekte, also die Bedeckung der Erdoberfläche mit Schnee oder Wasser, haben eine Auswirkung auf das Klima. Dann wurden zum Beispiel während der Zeit der Dinosaurier die Ozeane zu großen Teilen sauerstoffarm. Das nennt sich ozeanische anoxische Ereignisse. Die waren auch sehr, sehr kritisch für das Leben auf der Erde. Und Meteoriteneinschläge, wie zum Beispiel der, der die Dinosaurier ausgelöscht hat. Also das sind die großen Ereignisse, die für sich genommen sind schon so verheerend, dass sie wirklich ausreichen, um das Leben auf der Erde zu großen Teilen auszulöschen. Nichtsdestotrotz wird in den Geowissenschaften immer wieder diskutiert, schon seit mindestens den 80er Jahren, ob die Stärke bzw. die Schwäche des Erdmagnetfelds und Polsprünge und Polexkursionen nicht doch eine Auswirkung auf das Leben auf der Erde haben. So, jetzt wird spannend, denn wer weiß, vielleicht hat Rosa Stern ja doch recht. Nun, was an Mechanismen denkbar wäre und was auch in jüngeren Studien noch immer diskutiert wird, das sind folgende Mechanismen. Und zwar die vermehrt eindringende kosmische Strahlung, die während eines Polsprungs und einer Polexkursion da wäre, die könnte vielleicht zu einer vermehrten Wolkenbildung führen. Es gibt Hinweise von einer Studie aus dem letzten Jahr, dass während der letzten Polumkehr sich in Ostasien der Wintermonsun intensiviert hat. Außerdem soll theoretisch der Ozongehalt steigen, weil durch die vermehrt eindringende kosmische Strahlung das Ozon zerstört wird. Dann wären wir also vermehrter UV-Strahlung ausgesetzt und das könnte vielleicht zu höheren Krebsraten oder zu höheren Mutationsraten führen. Das könnte auch ein Boost für die Evolution des Lebens sein. Außerdem soll sich der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre verringern. Also ist noch nicht nachgewiesen, aber das könnte passieren in Phasen, wenn es sehr rasch hintereinander zu vielen Polsprüngen kommt, dass dann der kumulierte Sauerstoffverlust in den interplanetaren Raum, das heißt in den Weltraum, zu einer Verringerung des Sauerstoffgehalts in der Atmosphäre führt. Das ist aber, wie gesagt, bei einem Polsprung müssen wir uns da nicht fürchten, das wäre nur nach Jahrmillionen, wenn es ganz schnell hintereinander zu vielen Polsprüngen und Polexkursionen kommt. Aber da wurde noch kein Nachweis erbracht. Das sind eher Hypothesen, die vorstellbar sind. Wenn, dann wurden Korrelationen beobachtet, aber noch kein kausaler Zusammenhang, nicht Ursache-Wirkung. Außerdem soll es einen potenziellen Zusammenhang geben zwischen magmatischen Großprovinzen und Polsprüngen. Also magmatische Großprovinzen, das waren diese großen Vulkanismus-Events, diese verheerenden Flutbasalte, die ganze Kontinente bedeckt haben. Und hier ist es denkbar, dass eine sehr große sich bildende Magmakammer im Erdmantel, die dazu führt, dass diese magmatische Großprovinz entsteht, dass die vielleicht auch zu Turbulenzen im äußeren Erdkern führt. Das sagt aber noch lange nicht aus, dass die Lebewesen dann an dem Polsprung sterben. Es könnte halt nur korrelieren. Polsprung und magmatische Großprovinzen könnten dieselbe Ursache haben. Könnten. Aber auch das weiß man nicht. Es wird angenommen, dass Polsprünge vielleicht dadurch entstehen, dass sich so eine große Magmakammer bildet. Vielleicht durch eine abtauchende Krustenplatte. Vielleicht durch einen Meteoriteneinschlag oder vielleicht auch durch nichts von alledem. Das ist bis heute noch ungeklärt. In Summe haben alle diese Dinge wahrscheinlich keinen signifikanten Effekt. Und das möchte ich nochmal ganz klar betonen. Dieser Effekt hat keine Auswirkung auf den derzeit stattfindenden Klimawandel. Dieser Klimawandel hat nichts mit Polsprung oder Magnetfeld zu tun. Vielleicht kann diese kosmische Strahlung, die den Ozongehalt senkt,
wirklich zu einem Boost in der Evolution führen oder zu erhöhten Krebsraten führen. Es gibt da nämlich, wenn man sich die Entwicklung der Hominiden anschaut, das heißt der frühen Menschen, der Evolution des Menschen, dann kam es in unserer Evolution schon, also unsere Gattung hat mindestens einen Polsprung erlebt und unsere Spezies auch schon ein paar Polexkursionen. Ich habe hier eine schematische Darstellung der Evolution der Hominiden. Und hier sind die Neandertaler beispielsweise. Und ich habe in Blau den letzten Polsprung angezeichnet und mit diesen türkisen Linien die letzten Polsprünge. Und das Erste, was einem auffällt, ist natürlich, wir haben den Polsprung und wir haben diese Polexkursionen ganz offensichtlich überlebt. Also das beruhigt schon mal. Und wie gesagt, es gibt keine Beweise für Massenaussterben in der Erdgeschichte, die durch Polsprünge oder Polexkursionen hervorgerufen wurden. Ich habe eine Studie gelesen aus dem Jahr 2019, die überlegen, ob vielleicht nicht, weil das zeitlich zusammenfällt, ob nicht einige der letzten Polexkursionen zum Aussterben der Neandertaler geführt haben oder verantwortlich waren für das Aussterben der australischen Megafauna. Also auf Australien hat es bis vor circa 40.000 Jahren sehr, sehr große Beuteltiere gegeben. Leider gibt es die alle nicht mehr heute, solche Riesen-Wombats oder Riesen-Koala-ähnliche Tiere. Und zu der Zeit war in der Tat eine Polexkursion. Aber es gibt noch andere Erklärungen dafür, zum Beispiel Klimawandel oder auch, dass die Menschen, die dorthin kamen, diese Tiere ausgerottet haben. Also die Forscher beobachten eine Korrelation, aber noch keine Kausalität. Und die Begründung, warum die Neandertaler ausgestorben wären aufgrund einer Polexkursion und wir nicht, die ist laut der Forscher die, dass wir einfach bessere Gene haben und besser mit der vermehrt eindringenden UV-Strahlung angeblich auskommen. So, also aussterben werden wir durch einen Polsprung höchstwahrscheinlich nicht. Mit der Technik könnte es problematisch werden. Also was es damals noch nicht gab in diesen Zeiten, das war unsere moderne technische Infrastruktur und die könnte in der Tat leiden, wenn wir es nicht schaffen, sich vorher weiterzuentwickeln und an ein schwächeres Magnetfeld anzupassen. Es könnte zu Stromausfällen kommen, Störungen bei der Navigation. Das ist teilweise auch jetzt schon bei Sonnenstürmen der Fall und wenn Satelliten sich im Bereich der südatlantischen Anomalie befinden. Und es gibt ja noch viele Tiere, die sich Magnetfeld orientieren, wie verschiedene Fische, Meeresschildkröten, Säugetiere wie Kühe und Hunde und auch einige, natürlich Zugvögel und einige andere Vögel auch. Und die hätten wohl, wie wir dann, Probleme mit der Navigation, wenn das Erdmagnetfeld wesentlich schwächer würde oder konfus würde. Gut, jetzt bin ich schon beim Fazit. Also im Vergleich, so wie Rose Stern das behauptet, dass es schon 2019 oder in den folgenden Jahren zu einem Polsprung kommt, das ist eher unwahrscheinlich. Also wir können es nicht ausschließen oder Wissenschaftler können es nicht ausschließen, aber anhand der Daten, die wir jetzt sammeln, aus der Vergangenheit des Erdmagnetfelds und wie es sich verhalten hat, wissen wir, dass das Erdmagnetfeld wesentlich heftigere Anomalien und Schwächezonen aushält, bevor es sich umpolt oder bevor es zu einer Polexkursion kommt. Die Dauer ist bei Rose Stern nur wenige Tage. Da springt der Pol ganz plötzlich, verschwindet und taucht dann in Ostsibirien wieder auf. So wird es nicht sein. Es dauert sicher Hunderte bis Tausende Jahre, vielleicht sogar Zehntausende Jahre nach dieser neuen Studie. Und die Auswirkungen, die sind bei Rose Stern ja katastrophal. So wird es sehr wahrscheinlich auch nicht sein. Wir werden nicht aussterben. Wir werden höchstwahrscheinlich Probleme mit der technischen Infrastruktur bekommen, wenn wir sie vorher nicht anpassen und eventuell kommt es zu gesundheitlichen Problemen durch die erhöhte UV-Strahlung, die dann eindringt. Aber ein Aussterben ist unwahrscheinlich.
So Rosa Stern schürt bei den Menschen eine Menge Panik. Manche geben ihren Job auf, verkaufen alles, verschenken alles, was sie haben, um unterzutauchen. Und sie hat da sicher schon sehr viel Leid über viele, viele Leute und viele Familien gebracht. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, in der Sache aufzuklären. Ein Polsprung ist nicht so und läuft nicht so ab, wie sie das darstellt. Gut, hier noch die Literatur. Teile ich auch gerne, wenn Interesse besteht. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und